Hallo Leute, willkommen zu einer Folge Let's Play Insane Minds. Ja, ich habe nachgeschaut und wir hatten's. Also als ich zum ersten Mal in dieser Halle war, hatte ich den richtigen Riecher, wie man's macht, aber naja. Ne? Ich dachte, das funktioniert nicht. Die Wand hinter uns kann man auch aufmachen. Aber. Ups. Darum bemühen wir uns erst später. Wir machen als allererstes dann nochmal die zwei Pillen, die wir sammeln können, und dann let's go. Also, dann macht er hier erstmal. Ups. Fortfahren. Danke. Er macht uns hier erstmal nochmal hier das Ding auf. Das wollte ich nicht. So, zack. Rein, Max. Danke. Wunderbar. Also, eine Pille geht mal hier rein. So, Shotgun. Hi, Kollege. Wo ist der? Da ist er ja. Wunderbar. So, das haben wir auch. Jetzt soll er mir das hier kaputt machen. Ist er zu weit weg? Weißt du, hast mich gesehen? Hallo, Max. Okay. Max ist manchmal ein bisschen so. Komm, gib Vollgas. Friendly wieder. Oh, hier haben wir noch ein paar tausend Pillen. Munition. Okay, liegen überall Pillen rum. Okay. Boom. So, sind diese Gleise hier auch erstmal weg. Ich möchte mich einmal nur ganz kurz hier umgucken. Hier kann ich hochlaufen. Interessant.
wir hier ans Ende laufen, ob es hier irgendwas gibt. Munition, noch mehr Pillen. Die Geschichte einfach gar kein. Wo kommt die alle her? Ich glaube, du kannst das hier alles kaputt machen. Kann man da irgendwie laufen? Ich glaube, ich mache den erstmal hier zum Verbündeten. Hier, Katzenminze. Oh nein, 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 nein. Hier, falls es aufgebraucht ist. Noch mehr Katzenminze für dich. Weil du so ein lieber... Nein, 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 Stier bist. Steinbruch.
Theorie das hier. Kommt jetzt mein Stierfreund. Los, schnapp sie dir. Da ist das Böse. Genau, fahr den Rest um. Okay, ich habe das Gefühl, ich soll ihn das Ding hier kaputt machen lassen. Tun wir das doch mal. Fange ich jetzt mit ihm an. Okay, ist wieder sauer auf mich. So, hör mal auf, hör mal auf. Katzenminz, ich bin dein Freund. Da der Brief. Es ist gemein zu sagen, weil vielleicht das Beste war, Max mochte sowieso keiner. Auch du nicht. Er war ein Idiot. Er wollte einfach nicht hören. Und seien wir mal ehrlich. Seine ständige... Was weiß ich was. Lass ihn mal vorbei, Max. Kann ich hier nichts machen? Kann ich hier rein? Oh, tatsächlich, ich kann hier rein. Oh, cool, cool, cool. Ist ja fast schon Mobbing, was wir hier mit ihm machen. Wird sie wahrscheinlich bumsen. Telefon! All this for what? You're very much alike, you and Max. Your priorities are all jumbled up. All you had to do was stay away. This whole situation is draining. Well, you wave the red flag, El Matador. You deal with this bull. Alles klar, so viel Text. Okay, du öffnest die Tür. Pumpen wir? Wird das Wasser jetzt abgepumpt oder wie? Thank you.
tatsächlich. Oh Gott, immer noch hinterher. Weiter geht's. Weil es ist einfach echt wie so ein Stierkampf. Max, beruhig dich. Bleibst du da auch? Gut. Oder auch nicht gut. Okay, was habe ich hier frei? Action, okay, Action, Action, Action! Aua! Bezwinge den Stier! Hit him where it hurts. How do I chip that armor of his? Maybe if I lure him into ramming one of those pillars. You're misdirecting your rage. This isn't you! His armor's breaking, exposing him. Okay, ich verstehe. Ich muss die Steine auf ihn fliegen lassen. I'm trying to help you. His skull is cracking. He's weak. Okay. Wir haben noch einen. I have to calm him down somehow. He seems receptive to these lure pills. If I can throw these lure pills into the exposed parts, I can calm the man inside the machine. A direct hit with these lure pills might do the trick. Next line. Can't we talk? Oh, wir haben ihn gleich zu Boden. By your anger. The pill-
pills calm him down. It's working. Naja, nicht wirklich. You're misdirecting your rage. Jetzt cool drauf. Als ob ich jetzt verrecke. Alter, das ist ein richtiger krasser Bosskampf. Boah, Alter, was an den Ammunition rausballert, ey. Wahnsinn. Zuerst die Schale kaputt machen und jetzt den Pillen vollstopfen, damit da Ruhe gibt. Wie so ein Drogenjunkie. Ich glaube, es ist aber hell genug draußen langsam. Kann ich meine geile Beleuchtung nicht ausmachen, wa? Ah. Machen wir mal aus. Zwingen Sie den Stier! How do I chip that arm fast? Maybe if I lure him into ramming one of those pillars. I don't care about your business. I care about your life. His armor's breaking, exposing him. Is cracking. He's weak. So, und den letzten Stein. Down somehow. He seems receptive to these lure pills. If I can throw these lure pills, I can calm the man inside the machine. Parts of him are exposed. These pills seem to work. Wird einfach deine Antidepressiva. I'm not your enemy, Max. Max, gut gegen Depression. Hier, bitte. Nächste Pille.
always be your daughter. You will always be her dad. Max tried to fight back and died for it. Your death won't be in vain. Thank you for leading me here. Oh je, Max. Oh. Wir sollten vielleicht vernünftig durch die Tür gehen. Na, das war jetzt aber ein wilder Ritt, du. Mit dem Stier. Bin ich ja schon sehr gespannt, was gleich noch kommt. No, there wasn't any violence in my upbringing. It was discipline and yeah, sometimes it hurt, but get that dumbass cat out of here. I'm gonna toss it out the window. Damn thing makes my nose itch. Tanya, out. Let's not threaten the cat. I'll keep her outside. I didn't mean that. I'm sorry. I just look, I'm willing to admit that I get angry sometimes, but there's a lot of stuff that's pissing me off, Doc. Like what? I lost my job. I don't even really know why. Or those Meyer bastards. So I had a small accident with that shipment of pharmaceutical juice or whatever. So what? Don't I get any credit for 20 years of flawless driving? Man, whatever that shit was made me feel sick to my stomach. Damn stuff's probably toxic too. Seeing as I can't even recall it fully, and it was only two nights ago. That must be very frustrating. How often would you say you feel? God damn it! You know what? How am I supposed to show the court I've got my life together if I ain't got no job for no real reason? I've a good mind to go back to the quarry and have a nice long chat with those Meyer folk. I'll take that army hippie guy with me. He said he'll give me 200 bucks if I can get him into the quarry. Perhaps we should discuss your approach in a calm... No. In fact, if they don't hire me back right away, there'll be hell to pay. I'm going. You're required to stay for the full session, Mr. Nygaard. Oh yeah? Try and stop me. Ja, war eine nette Sitzung, würde ich mal sagen. Da haben wir Max erledigt. Wieder unser Büro. Dritte Akte ist geschlossen. Jetzt gibt es nur noch einen. I don't understand. How could Meyer do something like this? Because they think they could get away with it. Listen, someone called here while you were out. It sounded urgent. You should check your messages ASAP. Gotcha. Okay, sure. Dr. Wales, you there? Listen, the meeting went bad. They took her, man. I barely escaped. I don't know what they're gonna do. They're after me, and they might be coming after you too, just for seeing me. I'm sorry. Please contact me so we can figure this out. And don't drink from the tap. Isn't that Lucas Cole, one of your patients? Yes. Though he didn't show for his last appointment. You should call him back. Phones haven't really been working in my favor. Guess we have to do this the hard way. Lucas had a cabin in the forest, didn't he? You should try and see if you can access it from the building. Maybe there's something there that'll help us make contact with him. Or a tape. While you're at it, you should check out what's happening downstairs. This place is falling apart. Ja, und eine Turmbahn finden wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. So the whole distribution center is a hoax, right? That place is a straight-up lab.
The super shady one too. Will ich sagen, das vierte Teil, das holen wir uns zur nächsten Folge. Haut rein! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein! Das war ein richtig geiler Kampf eigentlich. Hm.